Hallo, ich bin hier in Mukuso in der Provinz Cuando Cubango. Das ist wirklich der letzte Zipfel von Angola an der Grenze zu Namibia. Sehr, sehr ländlich, ganz, ganz weit weg von der Hauptstadt Luanda. Und ich bin hier unterwegs mit dem Team von Akadir. Wir haben heute verschiedene Gemeinden besucht, in denen wir dieses Projekt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gefördert wird, umsetzen. Und was wirklich interessant ist, ist, dass alle Gemeindemitglieder gesagt haben, sie haben zwei große Probleme. Das eine ist, dass obwohl der Fluss so nah ist, sie nicht wirklich guten Zugang zum Wasser haben. Das liegt auch an den Flusspferden interessanterweise. Und das zweite ist, dass, und das ist eigentlich schön, dass es eine unheimlich große Population von Elefanten hier in der Region gibt. Ein bisschen hat das auch damit zu tun, dass in dieser Region lang Bürgerkrieg war, also auch eigentlich gar nicht gewildert wurde. Also man hat hier sehr viele Elefanten, aber diese Elefanten, und die Menschen sind hier wirklich sehr arm, diese Elefanten essen wirklich den ganzen Mais, Hirse, Sorghum, alles was angebaut wird, wird zum großen Teil von Elefanten aufgegessen. Und natürlich, das erzeugt Konflikte, die Menschen hungern und wissen nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Und hier setzen wir an, gemeinsam mit Akadir, und versuchen mit den Menschen vor Ort Lösungen zu finden.